herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte am Sonnabend 14 Uhr im Frimo-Stadion. Wir rechnen mit bis zu 1500 Fans, die mit dabei sein werden. Für alle Fans, die sich auf die Reise machen und auf den Weg machen, gibt es noch Faninformationen auf unserer Homepage. Und Christian Mann, du sagst uns alles zur personellen Situation. Ja, Jeff Dennis Fair ist ein bisschen angeschlagen, sollte aber kein Problem sein am Wochenende. Marcel Zimmer hat wieder begonnen mit dem Training. Timo Gebhardt war dabei. Matthias Henn ist nicht dabei, auch am Wochenende nicht. Er ist angeschlagen noch. Die Muskelverletzung lässt den Einsatz nicht zu. Dann haben wir es, ne? Schon toll, ja. Okay, dann könnt ihr auch schon loslegen mit euren Fragen. Anja hat das Mikro, wenn ihr eine Frage habt. Kurzes Handzeichen bitte. Kai Rehbeck von der Ostsee-Zeitung. Wie ist denn die Situation bei... Ich kann so nichts sehen. Der junge Mann steht davor. Ich würde schon lieber jemanden anschauen, wenn ich mit ihm rede. Danke. Wie ist denn die Situation bei Timo Gebhardt und Zimmer? Ja, nein. Also überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Thema. Also die Situation ist einfach so, dass sie ja fast nie trainieren. Also Timo Gebhardt ist da mal dabei, dann wieder nicht dabei. Den bauen wir langsam wieder auf. Marcel Zimmer hat, glaube ich, diese Woche das erste Mal 3 Tage am Stück trainiert und hatte vorher eine schwere Grippe. Also das wird sicherlich alles noch ein bisschen dauern. Ich bin froh, dass beide wieder im Training sind, aber auch sehr verhalten, was eine Prognose angeht. Jan, did you get? Die Frage wäre dieselbe gewesen, aber im Anschluss vielleicht noch folgendes. Das heißt auch für die kommende englische Woche, müssen wir da nicht nachdenken über die beiden? Muss man von Fall zu Fall sehen. Also es geht ja darum, dass sie Physis haben, dass sie Training in den Beinen haben, dass sie Kraft haben und sonst nutzen sie uns nichts. Adrian Wittger von der Bild-Zeitung. Sie sagten neulich mal, Timo Gebhardt betreffend, Sie wollen ihn 3 Wochen am Stück mal im Mannschaftstraining sehen. Heißt es, das hat wieder bei Null angefangen, dadurch, dass er letzte Woche nicht dabei war? Ja, es ist schon so, dass ich einfach mal sehen muss, dass der Junge trainiert. Ob es jetzt 2 Wochen und 3 Tage sind oder 3 Wochen und 4 Tage, spielt aber keine Rolle. Wenn man ein Training weg ist, ist das kein Problem. Aber es muss ja mal ein Fluss reinkommen, eine Kontinuität im Ablauf, dass er einfach mal Fußball spielt. Und sich nicht auch immer Gedanken machen muss, ob wieder was kaputt geht. Vor allen Dingen auch wir keine Gedanken verschwenden müssen, hält er jetzt oder hält er jetzt nicht. Das ist ja auch für den Spieler ganz wichtig, auch für die Sicherheit, für das Körpergefühl, dass er Vertrauen in seinen Körper hat und nicht nach 4 anstrengenden Trainings, wie er denkt, oh, jetzt passiert wieder was. Das heißt, heute hat er sehr auffällig trainiert, davon lassen Sie sich jetzt nicht blenden. Es hat überhaupt gar keine Funktion gehabt, das Training, auf seine Zukunft. Also, es ist schön, dass er dabei war und dass er auch Spaß hatte. Und das ist doch so, Timo ist doch so ein guter Fußballer, dass er sofort heraussticht bei den Dingen. Wir reden ja nicht über die fußballerische Qualität oder das Potenzial, sondern wie gesagt, wir reden nur darüber, wie lange braucht er, um fit zu werden und wann können wir mit ihm planen. Und ich möchte einfach kein Risiko mehr eingehen, weil es ist doch einfach so, dass er schon 2-mal wieder einen Rückfall hatte und eine Muskelverletzung erlitten hat. Sven Krieser, Antenne MV. Auch wenn sich die Tabelle derzeit nicht so zeigt, aber Lotte ist ein Spitzenteam. Wenn ihre Nachholspiele gewinnen, sind die vorne dabei. Im DFB-Pokal sind die noch dicke dabei. Haben wir jetzt einige Nachholspiele, englische Woche und. Ist das ein Vorteil für so eine Mannschaft, dass da ständig ein Fluss jetzt ist, was die Spiele ist? Oder geht das auch an die Substanz? Könnte das auch ein Vorteil sein für Hansa? Also Lotte ist natürlich eine Spitzenmannschaft. Lotte hat das erste wichtige Spiel in dieser Saison gewonnen. Sie haben Werder Bremen aus dem Pokal geschmissen. Und seitdem sind die in einem Rausch. Ja, und bei denen ist egal, wann ein Spiel stattfindet. Die Mannschaft in dem Zustand spielt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Die merken das gar nicht, dass die müde sind. Ja? Das ist egal, wie der Platz ist für Lotte. Das spielt keine Rolle. Es geht in diesem Spiel nur um die Mentalität. Wir müssen so aggressiv und bissig sein, um Lotte in die Knie zu zwingen, dass sie merken, dass sie müde sind durch die Belastung. Sie müssen das Gefühl haben, oh hoppla, heute wird es schwierig. Ja, und das ist einfach eine totale Mentalitätsfrage. Wir brauchen auch nicht über fußballerische Abläufe reden. Das haben wir gesehen. Das hat mit Fußball, wird das nichts zu tun haben. Ja, das ist eine Modderwiese, der Boden ist tief, da könnte man wahrscheinlich mit Gummistiefeln drauf rumlaufen. Ja, da geht es nur um Mentalität. Für uns ist das ein extrem wichtiges Spiel.
ja, dieses Spiel anzunehmen, das, was Lotte spielt. Lotte ist mit Abstand die Mannschaft mit den meisten Scorerpunkten in der Fairplay-Tabelle, also ganz weit unten. Ja, und die hauen einfach dazwischen. Da gibt es keinen Morgen. Und wir haben nur eine Chance, wenn wir ganz genauso spielen. Und ich habe die Mannschaft einfach ans Hinspiel erinnert. Und ja, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Und man muss dieses Spiel von Lotte total mitgehen, sonst hat man keine Chance. Und dann ist auch völlig egal, wie die spielen. Und es geht auch nicht darum, ob wir irgendeinen Fußballer in der Mannschaft haben, der besser ist als irgendeiner von Lotte. Weil das interessiert da niemanden. Die machen alles übers Kollektiv. Die rennen und kämpfen und fighten und treten und spielen Fußball. Und das machen die gut. Und deswegen sind die in der Tabelle vorne und deswegen sind die im DFB-Pokal so weit dabei. Adrian? Das heißt, auch in dem Spiel in Lotte müssen sie jetzt ein bisschen was riskieren. Einige Spieler haben 4 gelbe Karten, einer hat 9 gelbe Karten. Das heißt, diesmal keine Rücksicht auf Verluste, vollgegen halten. Wieso diesmal? Wir spielen immer oder versuchen immer so zu spielen. Weil zum Beispiel im letzten Spiel es nur eine gelbe Karte gab und sich einige anderen 2 Kämpfen ziemlich zurückgehalten haben. Das ist ihre Sicht der Dinge, das haben sie exklusiv, das ist kein Problem. Aber wir spielen natürlich schon immer auch im Zweikampf so, dass wir die Zweikämpfe gewinnen wollen. Also und wir nehmen auch keine Rücksicht. Also wir brauchen gegen Lotte totale Physis, das wird mega anstrengend. Und wir müssen Lotte in die Knie zwingen, wir müssen draufgehen, aggressiver sein als der Gegner, um ihn dann irgendwann zu zeigen, okay, heute geht einfach nichts. Und da müssen wir hinkommen. Und ob dann einer bei uns 5 oder 9 oder 19 gelbe Karten hat, interessiert dann gar nicht. Jan? Sie müssen auf diesem Platz in Lotte antreten, ein paar Tage später muss Borussia Dortmund das nicht. Fühlen Sie sich ein bisschen behandelt wie zweiter Klasse? Ach, das ist mir völlig egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind dritte Liga. Borussia Dortmund ist Champions League. Wenn Sie sagen, es ist Ihnen egal, dann hätten Sie auch nicht lieber in Osnabrück gespielt oder woanders? Das macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil wir Samstag 14 Uhr in der Frimo Arena spielen. Kai Rehmeck. Ja, weil die Platzverhältnisse ja nun schon eine geraume Zeit eine Rolle spielen. Was ist denn das Rezept? Wie kann man denen beikommen auf so einem Platz? Lotte, dass man genauso spielt wie sie. Dass man, und das ist die größte Herausforderung für die Spieler, dass sie gar nicht erst versuchen, ja, ein großes Mittelfeldspiel aufzuziehen oder dass, ja, dass man versucht, irgendwie vernünftig von hinten heraus zu kombinieren und zu denken, ja, wir schauen mal und so, was da geht fußballerisch. Das macht keinen Sinn. Die Spieler müssen von der Mentalität total schnell da sein und dieses Spiel annehmen, weil Lotte wird genauso spielen. Und so haben sie gestern auch gegen Chemnitz 3-0 gewonnen. Ja, Lotte gewinnt die Spiele, weil sie dem Gegner ja in fast allen Spielen dieser Saison den Schneid abkaufen. Und da ist entscheidend, wie wir dagegen halten, ob wir das mitgehen, ob wir den Kampf annehmen und auch mehr Power dann reinbringen in das Spiel. Und dann haben wir eine Chance zu gewinnen. Wenn wir nur eindeutig schwächer sind, werden wir das Spiel verlieren. Jan, nochmal. Ja, Sie betonen ja selbst, wie wichtig jetzt diese Partie ist. Halten Sie es für wahrscheinlich oder für möglich, dass von diesem Spiel ein Signal ausgehen könnte, wie vielleicht der Rest der Saison verlaufen könnte? Ja, natürlich, das ist der Start der englischen Wochen. Ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Das ist ein Ligaspiel, das ist, glaube ich, der 24. Spieltag. Aber für uns ist das natürlich eminent wichtig. Es geht um das Selbstvertrauen, dass wir weiter ungeschlagen bleiben, dass wir versuchen, das Spiel zu gewinnen in Lotte, das ist klar. Ja, und die Tabellensituation ist einfach auch total schwierig. Ist auch gefährlich. Wir haben 33 Punkte, die Mannschaften unten punkten. Und der Grund, warum man oben angreifen will, ist ja auch vor allen Dingen deshalb, dass man sich von unten absetzt. Ja, und die Haltung muss man nach wie vor immer wieder sehen, dass man sagt, ey, wir wollen gewinnen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und da geht es um die Mentalität, um die Aggressivität, auch wirklich dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und die Mannschaft ist vorbereitet, sie weiß, was sie da erwartet. Und all diese Dinge muss man annehmen. Und da wird es vor allen Dingen weniger um Fußball gehen, sondern um unheimlich viel Leidenschaft, um Laufbereitschaft, um Kampf, um Mentalität. Weil was anderes wird der Platz dort nicht zulassen. Adrian. Sie hatten nach dem Hinspiel eine ziemlich deutliche Ansprache gemacht, weil Lotte Sie ja so ein bisschen vorgeführt hat, was diese Leidenschaft, diese Eigenschaften, die Sie gerade angesprochen haben,
Jetzt haben Sie gesagt, vor dem Spiel haben Sie es auch nochmal deutlich angesprochen. Was macht Sie denn optimistisch, dass die Spieler das wirklich so verinnerlicht haben, dass Sie es am Samstag auch so sehen? Die Spieler haben ja auch nicht vergessen, was im Hinspiel stattgefunden hat. Ja? Und da jeder von den Jungs, die dabei waren, sagen, ey verdammt, das darf uns nicht mehr passieren. Weil Lotte hat hier bei uns im eigenen Stadion so gespielt, wie wir normalerweise spielen. Ja? In großen Teilen der vergangenen Rückrunde. Oder halt auch in Teilen dieser Saison. Unheimlich aggressiv, laufbereit, kompakt, gut umgeschaltet. Ja, und jeder Spieler, jeder Sportler möchte doch sowas nicht ein zweites Mal erleben, sondern er möchte das doch auch zurückzahlen. Und die Mannschaft will das Spiel unbedingt gewinnen. Die ist heiß auf das Spiel. Ja, das ist der Grund, warum ich da optimistisch bin. Kai, hattest du? Nee, eine. Der Kader steht ja fest. Ich glaube, den haben Sie schon sortiert. Können Sie nochmal ein Wort dazu sagen, warum zum Beispiel Tobias Jenicke wieder draußen geblieben ist? Ja, Tobias Jenicke ist draußen, weil ich mich für andere Spieler entschieden habe. Und Christian Dorda kehrt zurück in den Kader. Dann ist Alex Stefanovic nicht dabei. Marcel Zimmer ist klar und Tobi bzw. Timo Gebhardt ist auch nicht dabei. Welche Perspektive hat denn Tobias Jenicke, wenn das jetzt so weitergeht bis Ende der Saison? Muss man mal schauen. Ja? Der Taten. Ich würde gerne mal wissen, wie sicher ist es überhaupt, dass das Spiel stattfindet, weil es gestern ja schon mehr als grenzwertig ist. Es hat wieder extrem geregnet, noch zusätzlich. Gibt es da noch eine Platzbegehung morgen oder wie ist der Ablauf? Also Lotte ist auch da so ein bisschen wie Klein Bonum bei den Galliern, bei Asterix und Obelix. Ich glaube, die haben da irgendwie so einen, mittlerweile so einen Sonderstatus. Ich habe keine Ahnung, wer da entscheidet, ob ein Spiel stattfindet oder nicht. Die Frage ist ja vor allem wann. Also, tut mir leid, kann ich nicht beantworten. Wir gucken auch immer auf den Kalender und haben uns auch vorher schon gefragt, wann man da spielen kann. Ja, wir sind auch gespannt, wenn es da schifft ohne Ende. Ich nehme an, es wird nicht mehr viele freie Termine geben. Aber das ist, ja, müssen wir so hinnehmen, wie es ist. Weiß ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass gespielt wird. Keine Ahnung. Also ich bin mit niemandem, mir hat keiner gesagt, dass ich nicht kommen brauche. Bis jetzt. Also ich habe mit der Pressesprecherin vorhin nochmal telefoniert. Platzverhältnisse sind natürlich nicht ideal, aber Stand jetzt findet dieses Spiel statt. Also keine Tendenzen oder dass es da eine Absage gibt. Meine letzte Nachfrage zu Matthias Henn, der hat doch gestern mittrainiert. Heißt das, nach dem Training hat er sich bei ihm nochmal gemeldet und sagt, geht doch nicht? Oder? Genau so war das. Gleiche Verletzung wieder? Ja, also Verletzung nicht, sondern ist einfach noch nicht hundertprozentig fit. Also die Verletzung kuriert aus, aber der Abstand jetzt von letztem Spieltag zu dem jetzigen Spieltag ist noch zu kurz. Braucht halt noch ein paar Tage. Gut. Haben wir es? Dann vielen Dank. Jupp.